Willkommen zum Vortrag von Promaso. Promaso ist Mitglied des HardiNet. Das ist vom Hardico e.V., das Internetteam. Macht Netzwerk dort. Ich habe gehört, Studenten wollen WLAN haben. Manchmal. Und Promaso erzählt euch heute was über Migration und was man dabei so richtig und vielleicht auch falsch machen kann. Viel Spaß! Genau, ich wollte euch ein bisschen was erzählen darüber, wie man Migration erfolgreich machen kann oder auch nicht erfolgreich machen kann. So ein bisschen, bisschen mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie und was man so, was so passiert so im Alltag, wenn man als Admin, sei es im Beruf, sei es im Wohnheim, im Ehrenamt oder irgendwo anders, halt mal Systeme anfasst. Einmal zu meinem zur Übersicht. Also ich fange an mit, ich stelle mich kurz vor, definiere ein paar Begriffe, erzähle ein bisschen, was möglicherweise bei so einer Migration passieren kann, die Gründe dafür, weswegen sowas passiert, gebe ein paar Empfehlungen ab und am Ende noch so ein paar Lessons learned, so als kurze Zusammenfassung. Dann kurz zu mir. Genau, Xu hat schon gesagt, ich bin Adrian. Oder auch Promaso, Admin für netzwerknahe Dienste und Automatisierung im Hardico e.V. unter anderem. Mach sonst auch sehr viel ehrenamtliche IT, jetzt irgendwie hier mitverantwortlich, dass das Netzwerk hier auf der Veranstaltung funktioniert hat. Bin beim Freifunk in Karlsruhe zum Beispiel noch aktiv und auch mit der IT, habe auch meine Finger mit im Spiel bei der IT vom Entropia e.V., der diese ganze Veranstaltung hier überhaupt möglich macht. Im echten Leben bin ich als Netzwerk-Consultant tätig, dementsprechend habe ich auch da regelmäßig damit zu tun, bei Kunden, Kundeninfrastrukturen zu migrieren oder zu erweitern. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und ich habe explizit angekündigt, dass sie relativ einsteigerfreundlich ist, erstmal ein paar Begrifflichkeiten. Was verstehen wir unter einer Migration oder was verstehe ich unter einer Migration? Migration kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Wandern, Wegziehen, Wanderung. In der Soziologie kennen wir Migration ja als ein Wegziehen in ein anderes Land. Migrationsbewegung aus welchen Gründen auch immer. In der IT ist es in der Regel ein Umzug auf eine neue Umgebung. Umgebung heißt in dem Fall auf neue Hardware, auf neue Software, auf irgendwie ein neues Betriebssystem, wie auch immer. Was kann ich denn so alles migrieren? Prinzipiell, ich kann Software zum Beispiel zwischen Servern migrieren. Ich habe einen alten Server, ich habe einen neuen Server und möchte, dass meine alte Software von dem einen Server auf den neuen Server kommt, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann Daten zwischen Festplatten hin und her migrieren, weil die eine Festplatte zu klein ist und oder zu wenig Leistung hat und ich deswegen schauen muss, dass die Daten irgendwie woanders hinkommen. Ich kann Netzwerk auf einen neuen Hersteller migrieren, passiert beispielsweise, oder zum Beispiel bei uns im Wohnheim passiert, sowohl mit dem WLAN als auch mit dem LAN da vor Ort. Dazu habe ich letztes Jahr hier auf der GPN auch einen Talk gehalten. Man kann auch das Betriebssystem ändern, keine Ahnung, man ist aus irgendwelchen obskuren Gründen auf einem CentOS oder auf einem Red Hat Derivat und sagt, okay, das Debian 12, was jetzt gestern rausgekommen ist, ist voll geil, lass mal alles dahin ziehen. Genau. So. Genau. Aber Updates und Upgrades. Updates und Upgrades ziehe ich explizit nicht oder fasse ich explizit nicht unter dem Begriff einer Migration. So ein Update hat eine sehr begrenzte Komplexität in der Regel und hat einen überschaubaren Aufwand. Das funktioniert eigentlich immer gleich. In der Regel haben Hersteller sinnvoll dokumentiert, was man wie machen muss, was wie schief gehen kann, was man ändern muss. Man kann sie vorher testen, sinnvoll mit vergleichbar geringem Aufwand. Sie haben sowieso allgemein einen geringen Umfang und sind gegenüber einer Migration eigentlich besser planbar und haben, wenn alles klappt, weniger User-Impact. Einfach dadurch, dass sie weniger komplex sind. Was kann bei so einer Migration jetzt alles schief laufen? Zum Beispiel sind die Kollegen sauer.
die Kunden sind sauer, die IT selber ist sauer, hat keinen Bock mehr. Also die Server oder die Netzwerkhardware oder es passiert halt nichts. Kann auch vorkommen. Kollegen sind sauer. Beispielsweise, ihr habt ein Monitoring von eurer Infrastruktur. Ein Monitoring ist dazu da, um unvorhergesehene und nicht geplante Veränderungen an einem System zu überwachen. Deswegen bieten Monitoring-Systeme in der Regel eine Funktion, um eine Wartung quasi einzutragen und zu sagen, okay, wir verändern jetzt was an dem System. Das sorgt dafür, dass dieses System sich anders verhält als sonst. Das ist gewollt. Dementsprechend würde man in der Regel annehmen, dass man, wenn man eine Migration macht, man trägt das in das Monitoring ein, sagt, hey, für dieses System gibt es für den geplanten Zeitraum der Migration keine Alarme, weil wir machen hier eine Migration, hier Link zur Doku zur Migration und dann wird zum Beispiel nicht die Bereitschaft aufgeweckt, weil man hat man macht eine Migration, die Bereitschaft schläft, aber irgendwie ein Server, der geplant ausgehen sollte, wird alarmiert als Server ist aus, ist schlimm, hoher Impact, Bereitschaft wird aufgeweckt, rausgeklingelt, Bereitschaft guckt drauf, ja, danke schön, lieber Kollege, das war geplant, das war angekündigt, hättest du halt mal eingetragen, dass das System jetzt tatsächlich wirklich nicht laufen soll. So. Passiert einem Bekannten regelmäßig, dass dem seine Kollegen eben nicht Sachen eintragen und dann irgendwie hunderttausende E-Mails für sehr viele Festplatten oder sowas in einem System, in einem Server halt geschickt werden, nur weil eine Migration gemacht wird, die geplant war, aber halt nicht eingetragen im Monitoring-System. Oder auch Kollegen stören die Migration. Wir alle, wenn wir irgendwie mit Systemen arbeiten, kennen nach einer Zeit unser System und wissen, okay, das und das, oder wenn das und das schief läuft, mein Monitoring zum Beispiel das und das sagt, dann muss ich das und das machen, damit es wieder funktioniert. Manche Sachen passieren regelmäßig, aus welchen Gründen auch immer, oder können regelmäßig passieren. Dann mache ich da irgendwas und probiere dieses Problem zu beseitigen. Ist in dem Fall dann doof, weil naja, meine Kollegen sind gerade oder mein Kollege ist gerade dabei, irgendwie in ein System zu migrieren. Und ich pfusch da mitten rein und sorge dafür, dass, der Kollege halt seine Arbeit nicht sauber machen kann und sabotieren quasi eigentlich. Ist auch unschön. So. Kunden sind sauer. Wieso ist der Dienst jetzt kaputt? Ich wollte doch unbedingt an diese Daten ran. Kommt dann 3 Monate, nachdem man einem User eine Mail geschrieben hat oder den Usern eine Mail geschrieben hat mit wir schalten diesen Dienst zu dem und dem Datum ab. Ab da sind die Daten nicht mehr verfügbar. Ja, aber ich brauche die Daten jetzt unbedingt. Ja, du hast da 5 Mails zu bekommen und du hast die definitiv dazu bekommen und du hattest ein halbes Jahr Zeit, um deine Daten da wegzuziehen. Ja, aber mimimi. Oder auch eine sehr schöne Frage, wenn man gerade mal Internet umbaut. Ist mein Internet schon wieder da? Während das komplette Netzwerkteam im Serverraum steht, 2 Minuten nach Ankündigung der Migration und gerade das Stromkabel vom Switch gezogen wurde. Ist auch immer schön. Ne, Lukas? Oder die schöne Frage, wann seid ihr denn fertig? Ja, wir haben ein Wartungsfenster angekündigt. Wir haben gesagt, wir fangen um 18 Uhr an. Wir sind um 2 Uhr fertig, wenn alles gut läuft. Wenn morgens um 6 Uhr noch nicht wieder alles so funktioniert, wie ihr erwartet, dann sagt halt mal Bescheid. Ihr kriegt im Zweifel über Dollar-Webseite eine Info darüber, wie unser aktueller Status ist. Oder auch immer sehr beliebt, geht das nicht mal ein wenig schneller, weil ich möchte jetzt meine Videos gucken oder sowas. Ja, Migrationen dauern halt so lange, wie sie dauern und sich zu stressen bringt da nicht viel als die Person, die jetzt diese Migration ausübt oder ausführt. Ja. IT ist sauer. Passiert auch ab und an mal, hat dann einfach keine Lust mehr, keine Ahnung, man hat einen VM-Cluster und sagt den Admins, hey, wir müssen jetzt alle unsere Server darüber migrieren, weil so langsam am Ende der Lebenszeit.
Die Migration läuft, in Anführungszeichen. Die Admins kümmern sich halt nicht und irgendwann sagt dann der VM-Server, gut, ich habe jetzt meine 12 Jahre auf dem Buckel, ich will nicht mehr. Tschüss, viel Spaß beim Wiederherstellen aus den Backups. Passiert auch mal. Oder allgemein, Dienste gehen kaputt, weil, wieso auch immer, ja, auf dem alten Server hat es ja noch funktioniert. Und man hat nicht ordentlich vorbereitet, sorgt dafür, dass, naja, man macht irgendwas, man zieht einen Dienst von A nach B, sagt, ja, eigentlich ist ja alles gleich. Scheinbar ja doch nicht. Oder Datenverlust, weil wir kennen das, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, bei einem Linux-System, wir haben Umgebungsvariablen lokal im Applikationsverzeichnis abgelegt und der Dateiname hat einen Punkt am Anfang. CP-Sternchen, das inkludiert alle Dateien, die sichtbar sind, also alle Dateien, die keinen Punkt am Anfang haben. Dann fliegen auf einmal, sind auf einmal Konfigurationsdateien weg und dann funktioniert auch Krams nicht. Gegebenenfalls sorgt das halt dafür, dass, naja, Daten verloren gehen. Zumindest auf dem migrierten System. Oder spontane Abhängigkeiten, weil, naja, man migriert irgendwas, vertraut darauf, dass wenn man den Service jetzt neu installiert, dass die Upstream-Server da sind, dann hat irgendwie der eine Dienst, da sind die GPG-Keys ausgelaufen vom Repository. Ich kann die Daten nicht sinnvoll, ich kann die Systeme nicht sinnvoll neu installieren. Dann fehlt irgendwie vom Packet Manager, vom Node, ist irgendwie mal wieder ein Paket kaputt oder so. Auch Mist. Und natürlich, was, da kann auch nichts passieren. Okay, komisch. Aber kommt auch ab und an mal vor. Was sind denn jetzt zum Beispiel Gründe dafür? Da ist ein Fehler, egal. Was sind denn jetzt zum Beispiel Gründe dafür? Gründe sind zum Beispiel mangelnde Kommunikation. Wir Menschen neigen dazu, prinzipiell immer und immer wieder viel zu wenig zu kommunizieren, viel zu wenig miteinander zu reden und sorgt letztendlich dafür, dass irgendwie Unmut auf irgendeiner Seite herrscht, weil man sich nicht informiert fühlt oder so. Ungenügende Vorbereitung. Ich habe im Vorfeld nicht genau getestet und sage, ja, das passt schon, wir schütteln das jetzt so aus dem Ärmel, alles gut, geht ja ganz fix oder so. Und dann geht es halt kaputt und funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Mangelnde Dokumentation. Auch so ein schönes Ding. Bin fest der Meinung, dass auf diesem System irgendetwas auf eine bestimmte Art und Weise ist, weil das müsste sich ja so verhalten, weil das ist aus irgendeinem Grund ist das so. Und man vergisst dann trotzdem irgendwas, weil irgendjemand was gemacht hat, geändert hat und das nicht aufgeschrieben wurde oder so. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist Selbstüberschätzung. Wir sind alle nicht unfehlbar und sorgt letzten Endes dafür, dass wir teilweise dazu neigen, uns selber zu überschätzen und sagen, ach, das geht schon, das kriege ich schon hin, alles gut, brauche keine Hilfe, voll okay. Gut. Kommunikation. Was kann ich da? Sekunde. Genau. Empfehlungen dazu. Kommunikation. Was kann ich an der Kommunikation verbessern? Kollegen lieber doppelt und dreifach informieren, zu sagen, hey, wir migrieren da in 2 bis 3 Wochen oder wir migrieren da 2 Wochen, schreibst 2 Wochen vorher oder schreibst 6 Wochen vorher oder so eine Mail, hey, wir migrieren da an dem und dem Datum den und den Server, ab da und da wird diese und diese Änderung aktiv und ab da und da fahren wir den alten Server herunter. Ja, das liest man oder nimmt man dann vor 2 Monaten dann zur Kenntnis, wenn diese Mail einmal kommt. Vergisst das wieder, sagt ja, man kümmert sich da später drum, dann denkt man nicht mehr dran, dann wird migriert und hinterher ist das Geschrei groß, ah, ich habe davon aber keine Info gehabt, ich wurde nicht informiert. Mimimi, ich brauche jetzt meine Daten wieder. Oder sowas. Im Monitoring Wartung eintragen, auch total gut, total sinnvoll, weil gegebenenfalls announce das Monitoring sogar mit Nachricht, hey, Maintenance Start mit dem und dem Grund
Und die Kollegen kriegen eine Mail aus dem Monitoring, keine 100.000. Und im Monitoring steht drin, hey, das und das wird an dem und dem System gerade gemacht. Dem Kunden realistische Zeiten mit Puffer mitteilen. Wenn wir sagen, ja okay, das habe ich schon 1000 Mal gemacht, hier eigentlich sollte das, ich baue jetzt einen Switch neu ein und da hängen irgendwie 5 Geräte dran, eigentlich sollte das ja gar kein Problem sein. Passiert ab und an mal auf Arbeit oder so, dass man halt bei einem Kunden vor Ort ist, man kennt die Infrastruktur nicht und sagt, ja, das sind 5 Ports auf dem Switch, passt schon, alles gut, ich reiße den alten Switch raus, neuen Switch rein, die Benutzer werden informiert, wir sind da eine halbe Stunde zugange, maximal, alles gut. Dann fehlt dir aber eine Leiter, weil das Rack in 3 Metern Höhe hängt. Eigentlich solltest du da nicht hochgehen, weil du diese Leiter nicht sinnvoll sicher hinstellen kannst. Dann lässt du es den Kunden selber machen. Dann sind noch die Netzwerkkabel kaputt und aus so einer halben Stunde wurde dann mehr so 1 Stunde, 1,5 oder sowas. Ist jetzt ein doofes Beispiel. An so einer Stelle lieber halt sagen, okay, wir blasen das an der Stelle ab, wir kriegen das in der Zeit nicht hin. Rollback, auch ohne dass man irgendwas bisher je gemacht hat, aber halt sagen, okay, Migration war scheiße geplant, ist doof, wäre die sinnvollere Option, aber halt auch zu sagen, hey, wenn alles gut läuft, brauchen wir da eine Viertelstunde für, wir planen mal so eine halbe Stunde ein und sagen, könnte auch 45 Minuten dauern, sehr viel besser. Und während der Migration Updates posten, wenn man dazu in der Lage ist, das zu tun, dann ist cool, wenn man halt irgendwie kommuniziert mit, wir haben diese To-Do-Liste und wir arbeiten die von oben nach unten irgendwie ab. Und man hakt dann quasi entweder in diese To-Do-Liste die Punkte ab, die man vorhat, oder man schreibt Update, der und der Zeitpunkt, das und das funktioniert jetzt wieder oder das und das ist fertig migriert. Mit dem, so als Beispiel, wir tauschen im Verteilerschrank ein paar Kabel, die Wartung dauert 12 Stunden. Norddeutscher Internetanbieter. Das ist halt so ein Ding, wo man sich dann als Kunde irgendwie hart verarscht vorkommt, wenn man so eine Wartungsankündigung bekommt. Man hat beispielsweise, oder in dem Fall hat der Bekannte SLAs auf dieser Leitung und Der Dienstleister geht halt hin und sagt, jopp, wir nehmen hier 12 Stunden lang diese Internetleitung offline, weil wir ein paar Kabel tauschen. Als ITler so, ja, wieso braucht ihr 12 Stunden lang, um ein paar Kabel zu tauschen? Wenn ich an den Patchschrank gehe, Kabel raus, Kabel rein, fertig, ist in einer halben Stunde gemacht maximal. Wieso dann 12 Stunden? Ist halt einfach scheiße kommuniziert in dem Fall. Zum Thema Vorbereitung und Dokumentation. Vorher wissen, was alles installiert ist. Ist immer ganz sinnvoll, mal sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist da überhaupt alles drauf? Keine Ahnung, ich migriere einen Service von dem einen Server auf einen anderen Server. Oder ich führe mehrere Services zusammen, ziehe die rüber. Und irgendjemand dachte, es wäre eine gute Idee, dass noch irgendwie ein Service, der eigentlich mit dem Server gar nichts zu tun hat, auch damit draufkommt, weil der war halt ja gerade da oder so. Sorgt halt dafür, dass gegebenenfalls man irgendwie den alten Server runterfährt und plötzlich ist Krams weg oder nicht mehr verfügbar, was man eigentlich gedacht hätte, was verfügbar wäre. Da ist dann wieder auch, wenn ich mein Monitoring sinnvoll pflege und im Monitoring ordentlich irgendwie meine Systeme anhake mit das und das wird nicht mehr verfügbar, das ändere ich, da kriege ich im Endeffekt eine Nachricht im Monitoring so, hey, das und das ist da gerade gestorben. Eventuell mal danach gucken. So. Infrastructure as Code ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Dokumentation, insbesondere bei Servern und insbesondere kann man da nachvollziehen, wenn man irgendwie was geändert hat oder was gegebenenfalls geändert werden muss. Und man kann mit vergleichbar geringem Aufwand vorher so eine Migration testen. Wenn ich sage, okay, ich teste meine Migration vorher, das heißt, ich installiere einmal alles so, wie es im Soll-Zustand sein soll, ziehe die alten Daten runter, ziehe die Daten rüber, installiere die dann da oder füge die da dann wieder ein
und schaue, ob alles funktioniert. Dann kann ich meine Migration testen, weiß, worauf es ankommt, was schieflaufen kann, schreibe mir das gegebenenfalls auch noch auf und kann zum Beispiel vom Neuen wieder anfangen, nochmal neu, nochmal testen. Ah, jetzt funktioniert das viel besser, ich werde schneller, ich mache weniger Fehler und ich finde die Fallstricke. Da dann als Beispiel, man kann Ansible dafür benutzen, andere Leute benutzen Puppet dafür. Grüße an der Stelle an Johanna, man kann auch BundleWrap benutzen. Genau. Migration vorher sinnvoll planen. Vorher sich zu überlegen, was man wie in welcher Reihenfolge macht, ist allgemein sehr sinnvoll. Häufiger ist es so, ja, ich migriere den Service halt da dann rüber und ich gucke dann mal. Sorgt halt dafür, dass man Fehler macht, Sachen vergisst. Vorher sich einen Runbook oder sowas aufschreiben, hingehen, ich mache zuerst das, dann das, dann das, dann das. Gegebenenfalls sogar die Punkte mit aufnehmen. Ich kommuniziere das an meine Kollegen. Ich mache das Monitoring aus und so weiter und so fort. Und ich schreibe irgendwie feingranular auf, in welcher Reihenfolge ich welche Schritte oder so mache. Und habe dann diese Liste, die ich zum einen während der Testphase zum Beispiel irgendwie dann durchgehe und überprüfen kann, validieren kann, dass das funktioniert. Und ich kann während der Migration auch hingehen und dieses Runbook eben abarbeiten, abhaken. Habe eine Übersicht darüber, was ich schon gemacht habe, was ich schon machen muss. Gegebenenfalls nehme ich da dann sogar Punkte auf. Die mir erlauben zu validieren, dass meine Migration on track ist und sinnvoll funktioniert, dass ich gegebenenfalls sagen kann, okay, ich erkläre diese Migration jetzt für gescheitert, ich mache einen Rollback, mache meine Änderungen auf dem ehemaligen Produktivsystem so weit rückgängig, dass das wieder live gehen kann und sorge dafür, dass meine Migration nicht ewig lange dauert, ich frustriert bin und irgendwie alle anderen auch frustriert sind, weil sie eigentlich damit rechnen, dass meine Wartungsankündigung zum Beispiel stimmt, passt, zeitlich gut abgeschätzt ist und dann dauert es doch 2 Stunden länger. Und irgendwie geplante Meetings oder so können nicht stattfinden, weil man halt länger braucht. Auch als kleine Anekdote dazu, zum Beispiel das Thema Dokumentation, 0.54 Uhr, Monitoring has quit, Connection closed, IRC eines Studentenwohnheims. Ja, das war eine Migration von einem Monitoring-System und man hat halt vergessen, den IRC-Bot, der auf diesem System lief, mit umzuziehen. Dachte sich so, okay, wir haben da vorher irgendwie 2 Monitoring-Büchsen gehabt, die sind jetzt alle wegmigriert, wunderbar, alles gut, machen wir die einfach mal aus, passt schon, zack, Monitoring-Pfad halt tot, war da ein bisschen ungut, aber ist aufgefallen, ich meine, dafür hat man ja Monitoring. Oder so ähnlich, ist aufgefallen. Server wieder anmachen, ging dann wieder, alles gut. So. Selbstüberschätzung. Es kann immer was schieflaufen. Wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler, ist voll in Ordnung. Es kann irgendwas schiefgehen. Man kann nicht an alles denken. Und insbesondere kann man auch nicht alles auf einmal machen. Ich kann hingehen und sagen, ich habe hier ein super, super komplexes System. Ich ziehe einfach mal alles auf einen Schlag rüber. Keine Ahnung, ich habe da Mailinglisten drauf, ich habe einen alten Mail-Server und noch einen Mail-Server fürs Empfangen, einen zum Senden, in dem Fall Exim und Dovecot und migriere das gleichzeitig auch noch auf eine andere Software rüber und dann update ich währenddessen noch irgendwie Mailinglisten-Software und Allgemein-Software und plane noch irgendwie das Webmail noch abzudaten und aus 2 Webmail-Systemen zusammenzuführen. Und ihr merkt, das ist eine ewig lange Liste und ewig komplex und sollte man nicht so machen. Sondern Schritt für Schritt schauen, was kann ich irgendwie raustrennen, was kann ich auf einmal oder was muss ich auf einmal machen, was kann ich nacheinander machen und dann geht man dann halt nicht hin und ist irgendwie 29 Stunden lang beschäftigt, so einen dämlichen Mail-Server zu migrieren, bis alles wieder ordentlich läuft. Schlafmangel sorgt für Fehler. Ja, man möchte die Migration irgendwie fertig bekommen, wenn man da gerade mittendrin ist.
voll verständlich. Aber wenn man dann halt irgendwie schon 17 Stunden lang zugange ist, wird das dann langsam schwer, die Augen aufzuhalten, Commands richtig einzutippen, an alles zu denken, so lange Migrationen zu planen oder halt aus Unvermögen einer sinnvollen Planung so lange zu brauchen für so eine Migration, ist halt eher unschön. Dann lieber mit in einem Team arbeiten, wenn man tatsächlich sowas hat, was man so groß machen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann lieber mit mehreren irgendwie dran arbeiten, schauen, okay, ich migriere jetzt irgendwie XY und gebe dann den Part an den anderen Kollegen ab oder sowas. Im Endeffekt ist das besser für alle. Ich mache mich nicht kaputt und ich komme auch auf genügend Schlaf und bin konzentriert bei der Arbeit. Und natürlich der Punkt Rollback. Rollback ist eine valide Option in der Regel. Ich kann, wenn ich meine Migration sinnvoll plane, sinnvoll mache, dafür sorgen, dass ich wieder auf den alten Stand zurückkomme und eben nichts kaputt geht. Wenn ich merke, okay, wir haben da Sachen nicht bedacht und Sachen im Labor, beim Testen sind immer anders als unter Produktivlast. Man kann das nicht sinnvoll machen, beziehungsweise wenn man das machen möchte, dann kostet das sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Ressourcen. Dementsprechend, die Realität ist immer anders, als wenn man testet. Und wenn ich merke, okay, die Realität ist so viel anders im Gegensatz zu dem, wie ich es geplant habe, dann aufhören, merken oder aufschreiben, was ist anders, was muss ich bedenken, Rollback auf die alte Infrastruktur zurück, dann funktioniert alles und nacharbeiten, gucken, was kann ich besser machen und einen neuen Versuch starten. Genau. Ich finde, wir sollten einfach schneller fertig werden nach über 12 Stunden Arbeit an einer Migration. Kam von einem Mail-Server-Admin. Diese Migration habe ich ja gerade schon erläutert. Diese Migration lief insgesamt 29 Stunden lang. Zu zweit, zwischendrin waren mal 2 Stunden Schlaf, meine ich. War nicht ganz so geil. War nicht ganz so geil und im Nachgang musste man sehr, sehr viel irgendwie nacharbeiten. Einfach aufgrund der Fehler, die dann irgendwie passiert sind. Lessons learned. Als letzter Punkt. Es ist sehr sinnvoll, die Systeme zu kennen, mit denen man arbeitet, dass man eben nichts falsch macht, entweder sei es durch Dokumentation, irgendwie Dokumentation in Form von einem Wiki, von einem Confluence oder ähnlichem, in Form von Infrastructure as Code, was mir mein System beschreibt, was ich da habe. Kenne deine Kollegen. Wenn ich jetzt natürlich Leute habe, denen es absolut egal ist, wenn irgendwie das Monitoring rumspammt und 400 Nachrichten durch die Gegend schießt oder 800 oder so, weil man gerade den WLAN-Controller irgendwie von einem Ort zum anderen migriert und deswegen das WLAN kurz ausgeht, beziehungsweise für das Monitoring die WLAN-Controller nicht, die WLAN-APs nicht sichtbar sind. Man sollte trotzdem eine Downtime eintragen, aber im Endeffekt, wenn es niemanden interessiert, alles ordentlich vorbereiten, natürlich. Also im Endeffekt sich Gedanken dazu machen, wie und was kann ich machen, muss ich machen. Gegebenenfalls gibt es ein Tool, was für mich meine Migration macht. Gegebenenfalls gibt es ein Tool, was für mich meine Migration einfacher macht. Wenn ich meine Tools kenne, meine Systeme kenne, kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier ein System, was fürs kollaborative Arbeiten da ist und dieses System schreibt für jede Änderung, die ich mache, quasi eine neue Datei auf den Server, so Pi mal Daumen, beziehungsweise wenn es Dateien updatet, dann sind diese Änderungen entsprechend sichtbar, beziehungsweise es geht nichts kaputt, wenn ich unvollständige Daten auf einen anderen Server migriere. Da ist dann zum Beispiel rsync ein super Tool, weil ich kann hingehen und sagen, okay, ich habe hier meine alte Software, ich installiere die neue Software daneben, oder die Software auf dem neuen Server daneben, schiebe den Krams einmal per rsync rüber, teste, okay, das funktioniert mit dem Snapshot, und kann da hingehen und sagen, rsync, büge das alles rüber, was sich geändert hat, bis ich halt zu Beginn der Migration oder kurz vorher nochmal alles rüberziehe, sage, okay, ich mache da den Service aus, ziehe das im DNS oder ähnlichen darüber und schiebe den Rest der Daten nach.
sorgt im Endeffekt dafür, meine Kunden sehen von dieser Migration nichts, also sehen tatsächlich gar nichts, wenn man noch ein paar andere Sachen mit quasi mit einbaut oder so, dann kriegt man so eine Migration hin, eben weil man sein Tool sehr, sehr gut kennt, ohne dass ein User das mitbekommt. Hatte ich auch schon mal, dann so, ja, ihr habt da eine Migration angekündigt, ich habe nicht mitbekommen, dass da irgendwie was passiert ist. Macht ihr die denn noch? Muss ich denn damit rechnen? Wurde die verschoben? Wie ist das denn? Und zu dem Zeitpunkt war die Migration halt schon seit längerem durch, wie auch immer. Genau. Gut, gibt es Fragen? Ich glaube, Xu, du rennst mit Mikrofon durch die Gegend. Wir warten ein wenig auf die Technik. Das geht bestimmt gleich. Und sonst, der Raum ist ja klein genug. Ihr könnt doch erstmal applaudieren. Vielen Dank. Genau. Und wenn's dein Ton ist. Test. Nö. Ja, gut, so. Dann improvisieren wir das. Wir machen das gerade mal ohne Ton. Der Raum ist ja klein genug. Ich wiederhole die Fragen einfach. Sehr flexibel. Okay, zum Runblock zwei Anmerkungen. Weniger Fragen. Punkt 1. Wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat, es aufzuschreiben, bitte dran halten. Weil Shortcuts mean long delays. Alter Spruch. Wenn ich irgendwo was abkürze, es dauert nur länger. Genau. Und zweiter Punkt. Glücklich sei derjenige, der eine zerstörungsfreie Migration durchführt. Points of no return. Scheiße, habe ich für Angst haben wir vor denen gehabt. Und wie viel ist an denen schon schiefgegangen? Ja, ja. Also der erste Satz, dass der auch im Stream zu einem Video ist, der erste Satz war sinngemäß, wenn man sich die Mühe gemacht hat, sich ein Runbook zu schreiben, dann auch wirklich fein granular daran halten, weil wenn man irgendwie Abkürzungen in der Planung nimmt, sorgt das nur dafür, dass alles länger dauert. Dankeschön. Dankeschön. Ich wollte nochmal nachfragen, du hast ein Stichwort gehabt, das mir nichts gesagt hat und die Beispiele dazu auch. Ich wollte fragen, ob du noch zwei Wörter dazu sagen kannst zu Infrastructure as Code. Infrastructure as Code. Kann ich sehr gerne machen. Das war auf dieser Folie. Im Endeffekt, Infrastructure as Code ist ein Konzept, dass du hingehst und quasi Code schreibst, der deine Infrastruktur beschreibt. Also du gehst hin und hast irgendwie eine Sprache, die irgendwie Aktionen beschreibt, die passieren. Beispielsweise, ich habe eine Definition, ich möchte in dieser Datei an diesem Ort diesen und diesen Inhalt haben oder ich möchte diese und diese Software installiert haben. Und ich kriege daraus halt eine Definition von einem System mit, auf diesem System sind diese User drauf, auf diesem System sind diese Dateien drauf, auf diesem System ist diese Software drauf, jedenfalls irgendwie auch Dateiinhalte, Passwörter und ähnliches. Und kann damit quasi unter der Voraussetzung, dass alles in diesem Repository drin ist, in dieser Definition eben drin ist, kann unter der Voraussetzung halt hingehen und quasi ein exaktes Replikat von meinem Dienst auf einem anderen Server installieren. Halt ohne die Daten. Soweit verständlich? Wunderbar. Noch weitere Fragen? Du hattest es ganz am Ende ganz kurz erwähnt, aber was ich persönlich in meinen Erfahrungen auch mit mehreren Migrationen hatte, ganz, ganz wichtig, Smoke-Tests. Am Ende herausfinden, funktioniert das wirklich alles so, wie es sein soll. Und seid ihr auch alle Use-Cases bewusst. Ich hatte oft Migrationen gehabt, wo dann einmal im Monat irgendein Job gelaufen ist und genau der natürlich dann auf der neuen Umgebung nicht gelaufen ist. Und das sind meistens Report-Jobs, die gerne die Management sehen will. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Das ist halt, man sollte seine Systeme kennen und eben auch wissen, wie und was da jetzt drauf läuft, wofür Systeme halt irgendwie benutzt werden und so. Und das ist halt genau der Punkt, wenn
ist besonders in einer Firma immer doof, wenn das Management halt seine Excel-Tabellen oder seine wunderschönen Grafiken nicht bekommt. Du hattest auf einer Folie mit den 12 Stunden und dem Verteiler die Kommunikation. Du hast gesagt, ja, ist nicht so schön, das sehe ich total ein. Würde mich auch irgendwie triggern, wenn ich das lesen würde. Aber du hast ja da mehr Erfahrung wie ich wahrscheinlich. Was wäre denn aus deiner Sicht eine akzeptable Kommunikation gewesen, die 12 Stunden dauert? Und wie versuche ich das dem Nutzer klarzumachen, dass es ja 12 Stunden dauert, ohne ihn mit technischen Labereien zu nerven und es auch einem 5-Jährigen zu erklären, dass es jetzt wirklich 12 Stunden dauert und er jetzt da Geduld haben muss, auch dass ein Informatiker Geduld hat. Also ja. Gute Kommunikation ist wichtig, sehe ich ein, aber wie würdest du deine Erfahrung besser machen? Im Endeffekt in dem Ding sind versteckt halt 2 Kritikpunkte. Das eine ist, dass wir tauschen im Verteilerschrank ein paar Kabel, nicht passt zu dem, wir brauchen da 12 Stunden für. Das andere ist, dass das halt sehr runtergebrochen und sehr knapp ist. Im Endeffekt, sei offen, sei detailliert und sag, okay, wir haben hier, wie auch immer, wir migrieren hier irgendwie irgendwas und lass so Ausdrücke wie ein paar Kabel weg. Geh lieber hin und, oder je nachdem, kommt auf deinen Kunden an, wenn du jetzt nur Endkunden oder sowas hast, wo dann, keine Ahnung, die Telekom geht hin, hat einen Verteilerschrank und tauscht da dann irgendwie Sachen aus. Dann geh halt hin und sag, okay, wir sanieren den in Richtung Endkunden, den interessieren so technische Details nicht. Ich gehe hin und sage, okay, wir sanieren hier in dieser und dieser Straße unsere Verteilerschränke für schnelleres Internet. Dafür müssen alle Teile in diesem Schrank ausgetauscht werden und neu eingebaut und so. Das braucht halt 12 Stunden. In der Zeit ist kein Internet verfügbar oder sowas. Auf der anderen Seite, in dem Fall ist das halt eine Firma, die größtenteils irgendwie, oder war das halt Internet, oder hat das eine Internetleitung betroffen, die größtenteils nur, wo Firmenkunden primär dranhängen, beziehungsweise auch da, du kannst deinen Firmenkunden anders kommunizieren als deinen Endkunden oder sowas. In dem Fall dann halt einem Firmenkunden, der halt Internetanbieter ist, halt die verkaufen, oder dieser Internetanbieter verkauft Kabelwege an andere Internetanbieter. In dem Fall, und nein, das ist nicht die Telekom gewesen. Und in dem Fall, geh halt hin und sag den Leuten, oder wenn du weißt, dass dein Kundenstamm technisch versiert ist, geh tatsächlich hin und sag, hey, wir tauschen da nicht nur ein paar Kabel, sondern da ist eine umfassende Störung wir tauschen da tatsächlich sehr, sehr viel Hardware drin, das und das und das wird alles gemacht und aus dem Grund sorgt das dafür, dass wir dass es so lange dauert. Weil jeder mit ein wenig technischem Verstand weiß, keine Ahnung, wenn ich bei mir im PC 5 Kabel einstecke, dann brauche ich da keine 12 Stunden für. Oder ein paar Kabel einstecke, dann brauche ich da keine 12 Stunden für. Und das ist einfach mehr beschreiben. Also entweder gehst du halt wirklich hin und beschreibst mehr, wieso du das machst, was dann halt nach Aufwand klingt, dass das entsprechend gerechtfertigt wird. Und dass der Kunde auch irgendwie sieht, dass er da einen Nutzen dran hat oder so. Wenn das möglich ist. Oder ich gehe halt hin und sage, okay, hier technisch, das wird detailliert gemacht für die Leute, die es halt interessiert. Beim Thema Kommunikation, das würde ich noch kurz gerne aufgreifen. Es hat sich irgendwie immer gut bewährt, die Leute, sobald die Migration begonnen hat, ein bisschen von externer Kommunikation abzuschirmen. Weil es nützt halt, also die das technische Doing machen, sobald die Migration begonnen hat, einfach nicht mehr mit extern reden, weil das erzeugt unnötigen Druck und dann passieren halt noch mehr Fehler. Ja, richtig. Das ist halt, hatte ich da nicht mit drauf, aber es ist genau das, wenn man gerade mit beiden Armen irgendwie im Verteilerschrank hängt und irgendwelche Kabel neu zieht und dann kommt plötzlich von hinten jemand an, ja, seid ihr schon fertig? Dann sagen wir auch, also idealerweise noch, ja. Hat man eine Person für, die man dafür abstellt, die halt eben nicht involviert ist und ja, richtig. Das ist dann so ein
Die hat quasi daneben steht und sowohl die Updates postet, genau, als auch dann halt hingeht und irgendwie Kommunikation übernimmt. Ja, wir sind noch dabei, ja, das dauert noch ein bisschen, genau, sind aber gut dabei und so. Alright. Danke dir. Ja, wir hatten vorhin kurz, kam ja kurz die Frage, wie das ist mit mehr Details. Ich finde, zu viele Details sind auch nicht immer hilfreich. Die Kunden interessiert am Ende nur, warum du es machst und nicht wirklich, oder die Kunden oder die Benutzer, und nicht wirklich, was du alles tust, weil im Endeffekt verstehen sie dich wahrscheinlich falsch, wenn du da sagst, ein paar Kabel umstecken. Was für Kabel? Wie lang ist das Kabel? Wenn das Kabel 2 Kilometer lang ist und du musst von A nach B fahren, um es an beiden Enden einzustecken, das dauert halt eine Weile. Deswegen nicht immer zu viele Details helfen da auch nicht. Ich fand das vorhin ein bisschen verwirrend. Okay. Ich finde auch so, oder du hast mehrmals gesagt, das dauert zu lange. Und ich finde gerade dort so ein Feedback ist auch anzunehmen und nicht wegzuschmeißen. Gerade so ein Mimimi klingt so ein bisschen abwertend. Vielleicht ist da auch an der Stelle, wenn zu viele KundInnen oder zu viele NutzerInnen Mimimi sagen, vielleicht ist es dann auch ein, okay, ich habe falsch kommuniziert. Oder auch ein, wir hatten das, Kunden nutzt Confluence, was eigentlich ein Wiki-System ist, und nutzt das aber zur Projektplanung, wofür das System eigentlich gar nicht gedacht ist. Und da ist die Frage, wenn ich als SystemadministratorIn mein System kenne und ich nehme an, das ist ein Confluence, das ist ein Wiki-System, und ich das dann umziehe, dann mache ich das System vielleicht bei der Migration kaputt, weil der Kunde das komplett anders nutzt und da die Migration überhaupt gar nicht drauf ausgelegt ist. Da ist dann die Frage, ob eben nicht teilweise doch mehr Eingehen auf die Nichtwissenden auch so eine Migration retten kann, davor, dass sie überhaupt erst schief läuft. Ja, also ja, prinzipiell schon. Das mit dem Mimimi klang sehr abwertend, kommt halt immer auf den Kontext an. In dem Fall, wo ich es gesagt hatte, meine ich, war gemeint, dass 5 Minuten nach Beginn der angekündigten Migration sich beschwert wurde, dass die Migration noch nicht fertig ist. So. Und das ist dann halt schon okay, ja, was habe ich daran falsch gemacht? Okay, vielleicht hätte ich nochmal besser kommunizieren sollen. Wir fangen damit gerade an. So. Das war halt gemeint als Beispiel für, da haben sich Leute beschwert. Und was kann ich daraus ziehen an Informationen und was ich besser machen kann. Und wie du ganz richtig sagst, der Punkt mit dem Systeme kennen, natürlich, wenn meine Benutzer oder mein Kunde oder so ein System komplett anders verwenden, als es eigentlich vorgesehen ist, dann kann ich natürlich mit meiner Migration oder mit dem, was ich tue, kann ich natürlich was kaputt machen oder kann was schieflaufen, klar. Und da ist insbesondere, wenn halt Kunden auch involviert sind, die, das ist jetzt bei, wenn man Internet macht, ist das anders, als wenn man tatsächlich Systeme irgendwie betreut, Softwares betreut, dass ich tatsächlich mit meinen Kunden auch irgendwie in Kontakt trete mit, wie benutzt ihr das eigentlich, wie planen das und das zu tun, kann da was dabei kaputt gehen oder so. Oder gegebenenfalls halt wirklich hinzugehen und sagen, okay, wir müssen das migrieren, wir wollen das migrieren. Hier habt ihr ein Testsystem oder hier gibt es ein Testsystem. Ich teste hier dann mal die Migration, wenn das für dich in Ordnung ist, lieber Kunde. Und sag mir bitte, ob das so für dich passt oder ob wir noch was ändern müssen. Was auch mit teilweise auch eben in dieses Mimimi mit reinkommt, ist oft in der Kommunikation von Migrationen sind sogar oder von Downtimes allgemein ist den End-Usern sehr oft nicht klar, was das tatsächlich für sie bedeutet als Endkonsequenz. Egal wie dick du das in der E-Mail reinschreibst, das System ist nicht verfügbar in der Zeit. Die können mit dem Namen des Systems vielleicht noch nicht mal was anfangen, weil auf deren Seite vielleicht ein ganz anderes Wording da existiert. Bei denen heißt das vielleicht einfach nur Wiki und nicht Confluence. Und keiner guckt auf das Logo oben links. Mag ja sein, und wir wissen alle, wie ein Confluence aussieht im Gegensatz zu einem anderen Wiki-System. Die damit nur damit arbeiten, mehr oder weniger ihr ganzes Arbeitsleben lang, kennen das nur unter dem Namen Wiki.
Ja. Und einfach solche Feinheiten, gerade in der Kommunikation, in der Vorab-Kommunikation, was genau passiert. Und vor allem, wenn du Migration von Datenstrukturen machst, welche Daten sind vielleicht später dann nicht mehr da? Ja, ja. Vielen Dank. Da hinten ist noch eine Frage. Wir haben Zeit. Zeit haben wir. Ja, du hast Testsysteme erwähnt. Wie sinnvoll findest du es, die Migration zuerst auf ein Testsystem zu testen? Also zum Beispiel nicht jetzt direkt auf die neuen Server, sondern einfach eine virtuelle Maschine zu holen und dort erstmal alles zu testen und dann zu sehen, okay, die Schritte sind gut gelaufen, die nicht, und dann erst auf die echten Server zu migrieren. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, meine Migration, die ich machen möchte, vorher zu testen, dann ist das immer sehr sinnvoll, das im Vorfeld zu tun, eben um genau solche Schritte auszuschließen oder solche Punkte auszuschließen, das, was schief läuft, dass ich irgendwie mich verplant habe, dass ich was vergessen habe oder sowas. Genau, wenn ich eine virtuelle Maschine habe oder so, die ich migrieren möchte, da kann mir jeder Hypervisor irgendwie, also jeder Host dafür, eigentlich ein spiegelgleiches Abbild zur Verfügung stellen, beispielsweise. Oder ich habe da internes Tooling für so eine Spiegelung von so einem System und kann dann halt tatsächlich dann hingehen und sagen, okay, ich teste das jetzt einfach mal, ich gehe das jetzt mal durch und schaue, ob das alles funktioniert. Und wenn es halt eben nicht funktioniert, woran hat es gelegen, was kann ich besser machen? Und das sollte man auf jeden Fall eigentlich immer tun, wenn man das eben kann. Hingehen, testen, ausprobieren, Fehler finden, Fehler beheben, nochmal testen, nochmal ausprobieren, weil mein erster Migrationsversuch auf der Testumgebung, der läuft schief. Ich sage, okay, beim nächsten Mal muss ich an Punkt X, Y und Z denken. Da kann ich ja jetzt migrieren, mache zwar X Punkte X, Y und Z. Da ist dann aber trotzdem noch irgendwas, was deswegen schief läuft, was ich nicht bedenke, und dann ist das doof. Deswegen vorher schauen, ausprobieren, gucken, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, wunderbar, alles gut. Dann bin ich vorbereitet dafür. Wenn es halt nicht funktioniert, anpassen, nochmal testen, so lange, bis es eben alles gut ist. Gibt es noch weitere Fragen? Sieht nicht so aus. Ah, doch. Eine Person kommt noch. Eine Anmerkung zum Testen. Es ist auch sehr wichtig, dass du eine grobe Abschätzung kriegst, wie lange das dauert. Dass du halt tatsächlich Zeitvorgaben machen kannst. Weil das kann bei Migrationen schon mal deutlich von deiner Planung abweichen. Und wenn du es dann wenigstens im Testsystem gemacht hast, auch wenn es dann andere Kapazität hat, hast du wenigstens eine ungefähre Daumenregel, wie lang das tatsächlich dauert. Ja, ja. Das ist halt, das ist genau das. Und wenn ich beispielsweise feststelle, hey, ich kann die Daten, die ich habe, im Vorfeld schon mal migrieren und dann halt inkrementell nur noch einen Diff davon rüberschieben, dann ist das voll geil, weil das sorgt dafür, dass meine Downtime geringer ist. Weil ich halt wirklich halt sagen kann, okay, ich migriere das alles schon mal rüber und die Software läuft doch alles, bis auf irgendwelche Migrationstasks auf dem System selber, weil neue Version oder sowas, dann gehe ich halt hin, schiebe einfach die Daten, sage, Migration startet jetzt, mach's aus, schiebe die Daten, die halt zwischen dem letzten Sync und jetzt noch geschrieben wurden, schiebe ich einmal rüber, dauert vergleichsweise kurz und kann dann halt entsprechend migrieren und dann funktioniert das. Alles voll gut. Wenn ich halt irgendwie mehrere hundert Gigabyte an Mail-Dateien habe von rotierenden Platten, dann würde sowas halt dann mal eben schnell, wenn ich irgendwie einen 800 Gigabyte an Daten kopiere, das dauert halt seine Zeit und in der Zeit funktioniert der Service halt nicht, während ich technisch eine Möglichkeit hätte, das sinnvoller und eleganter zu machen. Vielen Dank. Ich glaube, du hast die Fragen alle überstanden. Ja, voll gut. Danke, Promaso. Sehr gerne.